Liebe Leute, willkommen zurück zu einer neuen Folge Assassin's Creed Origins. Und wie schon in der letzten Folge, haben wir hier wieder Hygiene. Was ist denn da los, sag mal? Ja, ich sollte die vielleicht auch mal... Aha. So. Da war da noch eine. Da hinten. Was ist denn da jetzt los? Naja, dann lass den hinterher rennen. So, auf jeden Fall herzlich willkommen zu einer neuen Folge Assassin's Creed Origins. Vielen lieben Dank für die ganzen Daumen in der vergangenen Folge. Hat mich sehr gefreut. Und wäre cool, wenn der ein oder andere, der reinschaut, vielleicht noch einen kleinen Kommentar da lassen würde. So ein Smiley oder einfach nur einen Daumen oder was auch immer. Reicht schon völlig aus. Würde ich mich tierisch drüber freuen. Hilft dem Kanal weiter. Sage ich schon mal Dankeschön an der Stelle. Und wir machen jetzt hier weiter. Nämlich an der großen Sphinx in Gizeh müssen wir auf den Markt, um mit Apollodorus zu sprechen. Oder beziehungsweise mit Apollodorus Kontakt. Und der ist gleich hier. Und dann quatschen wir doch gleich mal mit ihm. Willkommen bei Meretz Warenreisender. Nun, was denkst du? Schund. Dann verschwinde. Ah, ich bin nicht fertig. Bist du blind? Mehr habe ich dir nicht zu zeigen. Aber du kannst mir etwas sagen. Über die Hyäne. Ah, amüsant. Das ist zufällig... Das teuerste, das ich anzubieten habe. Sehr amüsant. Lieferung nach Bezahlung. Ach, bezahlen müssen wir ihn. Okay. Hast du genug, um ins Geschäft zu kommen? Hier, deine absurde Gebühr. Was kannst du mir sagen? Nun, Hyäne ist nicht ihr richtiger Name. schon gut. Ein misslungener Versuch, lustig zu sein. Wo kann ich sie finden? Ihr Name ist Halicet. Ein Gefallen. Ein paar Kunden haben nach einem Streit mein Pferd mitgenommen. Sie lagern in einem Steinbruch südlich von hier. Nimm meine Männer. Bring mir mein Pferd und ich sage dir, was du wissen willst. Es ist mir schleierhaft, wie Apollodorus dich empfehlen konnte. Tja, ein feiner Mensch. Du holst es mir zurück. Wenn Apollodorus weiter meine Dienste in Anspruch nehmen will. Okay. Also, er hat sie angewiesen, uns zu helfen. Dann mal Abfahrt, Jungs. Wo sind die? Ajo, klar. Steh doch drauf zu mir auf dem Gaul. Hast du keinen eigenen? Ist ja unglaublich. Ist ja unglaublich. So, dann gucken wir mal. Uff. Das Wasser war wohl zu tief. Oh, und da ist ein Nilpferd. Chill du ruhig weiter, ich tu dir nichts. Dir tue ich auch nichts. Auch du chillst weiter. Weiter chillen, habe ich gesagt. Nicht aufregen. Die Flamingos, so. Genauso. Haltet den Gegner auf! Ich muss weiter! Neuer Ort entdeckt. Versteck in der erschöpften. Versteck im erschöpften Steinbruch. Was ist denn mit dir jetzt wieder? Ich habe doch gar nichts gemacht. Ich bin doch hier nur vorbeigelaufen. Schießen die auf mich? Ja klar, da fliegen einem die Pfeile um die Ohren. Ah, okay, das ist wieder eine Festung. Erstmal gucken, wo da... Da ist ein Pferd. Gut. Was haben wir hier noch? Okay, okay, okay. Hier gibt es anscheinend noch was Interessantes. Oh. Da ist eine Tür, guck mal. Ah, da kommst du. Guck mal,
dann gucken wir doch mal nach der Tür da, oder? So. Gut, gut. Ne, nehmen wir den anderen Bogen, bitte. Aber hier kommen wir jetzt auch runter. Da ist die Tür, ne? Oder ein Durchgang, ich glaube, das ist der. So, gucken wir gerade mal, wo der hinführt. Oh, hallo? Okay, hier. Oh Gott, hast du mich eben erschreckt, Junge! Dich habe ich gar nicht mehr gedacht. Außerdem hat er gesagt Männer und nicht ein Mann, oder? Geh hoch, komm. Hepp. Bist du ein Freund von Meret? Na, wohl kaum. Nur ein notgedrungenes Bündnis. Meret hat nicht oft Beschützer als Verbündete. Er traut den Behörden nicht. Aber er zahlt gut. Ja, und nur nicht. Wenige in Gizeh zahlen überhaupt. Man kann dem Sand in der Hand nicht trauen. Was könnt ihr mir über die Hyäne sagen? Diese Chaliset. Ein falsches Wort. Und wir sind Hyänenfutter. Netter Versuch. Komm mit. Sei wachsam. Wir müssen ein Pferd zurückholen. Diese Sichel kann was, also. Die ist richtig nice. Ja, nice. Mit denen ihrer Hilfe ist das ja eigentlich recht entspannt hier, muss ich sagen. Hey. Hey. Hallo. Meisterlampe. Was ist? Nicht rumstressen, Junge. Oh, shit. Helft mir mal hier drüben! Was? Was? Es ist unehrenhaft, so leichte Leute zu töten. Oh, ich muss sagen, die Jungs haben es ganz ordentlich drauf hier. Zack. Mega gut. Mega gut gerade. Ach komm. Hey, was? Ach komm. Stirb endlich. So. Hey! Friss das, du Ratte! Uff!
So, erstmal wieder aufladen. Oh, da kommt noch einer. Oh, ich muss sagen, also diese Sichel, die ist schon relativ nice. Wie, der lebt noch? Was ist mit ihm denn? Hast du das gehört? Sei wachsam, Bruder. Hey, wer weiß, was ist? Weg abschneiden! Stirb endlich! Okay, Kommandanten, Hammer. Wir müssen aufholen! Da bist du! So, der hat's auch hinter sich. Oh, hat's unsere Jungs auch erwischt? Leichenpflaster an seinen Weg. Junge, Junge, Junge. So, wo sind denn die? Sie haben sich jetzt ver... Ach nee, ich glaube, die liegen hier, oder? Oder doch nicht? Oh, ein Speer. Guter Qualität, aber nehmen wir uns da den Schatz natürlich noch mit. Ist ja wohl klar. Einfaches Schwert, Stufe 19. Okay. Oh, es gibt sogar zwei Schätze. Ich schätze, der andere liegt wahrscheinlich da irgendwo in dem... Oh, hier sind nur noch mehrere. Ah, das zeigt er mir... Doch, da ist noch ein Schatz, natürlich. Hat er mir das schon angezeigt. So, jetzt nehmen wir uns erstmal das Pferd mit. Das muss Merets Pferd sein. Leider hat er mir verschwiegen, dass seine Kunden Banditen waren. Wow. So. Jetzt holen wir uns aber den Schatz noch, ist ja wohl klar. Der muss doch hier irgendwo sein, da unten. Bin ich jetzt bescheuert? Ist der überhaupt hier drin? Davon ist der Ausgang. Der ist doch gar nicht hier drin, der Schatz, oder? Ha, das war mal wieder nichts. Oder müssen wir... Aha, hier geht noch ein Weg lang. Verstehe, da ist er. So, da haben wir nämlich auch nochmal 600 EP. Wunderbar. Ja. Das hätten wir auch einfacher haben können. So, ich hoffe, der Gaul steht da noch. Sehr schön. Wow. Oh, das war aber dezent über die Fackel gesprungen eben. Alles klaro. Abfahrt. Dann bringen wir ihm mal sein Pferd. Wird schon wieder dunkel. Hier sind deine Mauern. Hey, nach. Nix geht weg. Was wollt ihr denn von mir? Was sollen wir jetzt... Geht weg, geht weg, geht weg. Oh. Hör doch auf, was ist los? Lass oder beende den Konflikt. Och, was ist denn los mit euch? Was wollt ihr denn von mir? Oh. Da rennt da immer noch der Boy. So, wir warten hier kurz. Alles klar, wir sind so anscheinend losgeworden. Sehr schön. Was auch immer das jetzt wieder für Tippen waren. Oder waren das die? Wartet mal. Nö, diese Kopfgeldjäger waren es nicht.
Was ist das hier eigentlich für ein Gebiet? 17 bis 20 ist Gizeh, tatsächlich, ey. Wow. Okay. Da hätten wir uns auch verstecken können, rechts. Naja, egal. Nee, da kommt. Wow. So. Du bist zurück! Na, sieh mal einer an! Du hast verschwiegen, dass deine Kunden Banditen waren. War mir entfallen. Gut. Besser als meins. Sagtest du nicht, das wäre deins? Ja, das ist es auch. Das hast du gut gemacht, mein Freund. Halte dich an die Abmachung. Ich stehe zu meinem Wort. Aber ich muss dich um noch etwas bitten. Ach, ich habe genug. Also gut. Die Hyäne lebt in einer Höhle, gleich hinter den Hügeln. Tag und Nacht läuft sie durch die Wüste und sammelt Kieselglas. Die kostbaren Tränen der Götter. Was mit jenen passiert, die sie dabei stören, bleibt besser ungesagt. Wenn das noch eine weitere sinnlose Jagd ist, treffen nicht nur meine Worte auf deine Ohren. Tausendfach versprochen. Ich habe keinen Grund, dich zu täuschen. Stirb nicht da draußen! Was hat er denn immer mit seiner Lache? So, dann nehme ich wieder. Das ist mein Pferd! Tja. Man kann nichts stehlen, was schon gestohlen wurde, Meret. Da. Okay, dann lass uns mal die Hyäne beseitigen. Oh. Einmal quer durch die Wüste bitte. Zu den Pyramiden. Oh, da vorne ist auch wieder so ein Lager, was man noch ausheben könnte. Aber wir machen jetzt erstmal hier schön die Hauptquest weiter. Wow. Da oben scheint sie zu sein. Okay. Mal interessieren, ob man in diese Pyramiden auch rein kann. Das wäre ja halt auch richtig gut, oder? Was ist hier? Hey, was? Du kannst nicht fliehen! Warum nicht? Natürlich kann ich. So, aber vielleicht sollten wir ab hier mal ganz kurz mit Xenu weiterfliegen und gucken, was da so Phase ist da oben. Aha. Wie, da tatsächlich allein? Das glaube ich ja fast gar nicht. Das war nix. Noch intelligentes Vieh. So, haben wir. Sehr schön. Gar nicht verkehrt, im Dunkeln hier anzukommen, ne? Wow. Okay. Ab hier gehen wir mal ohne Pferd weiter. Tier töten.
Das ist also die Höhle der Hyäne. Aber keine Spur von Khalised. Meret hat nicht gelogen. Ich muss herausfinden, wo sie ist. Oh, das kann echt was. Mega gut. Was bist du denn? Bitte! Gnade! Hab Dank, Magi! Die Hyäne, wo ist sie? Ich weiß nicht, ich bin der Letzte. Die anderen hat sie schon vor Stunden geholt. Wo sind sie? Sie bringt sie um! Ich weiß es! Sie, ihre Hände! Oh Götter! Ihre Hände sind voller Blut! Frieden, mein Freund. Du bist frei. Ich kümmere mich um Khalised. Wo bringt Khalised die Gefangenen hin? Und warum? Das ist eine gute Frage. Warum sollte sie eines ihrer treuen Tiere einsperren? Ja, komm her, du. Cheops Grab. Sie hielt jedes Detail fest. Ah, sie ist noch nicht fertig. Dort werde ich sie finden. Ich gehe zu den Pyramiden. Eine Zeichnung der großen Cheops-Pyramide, die vermutlich von Khalised angefertigt wurde. Sie scheint besonders Augenmerk auf etwas zu legen, das sich hinter dem Grab befindet. Oh geil, können wir jetzt in die Pyramiden? Geil. Da ist das doch die Cheops-Pyramide, ne? Schon wieder Hyänen. Nein, da können wir wenigstens ordentlich Fell sammeln, komm. Hallo, Fans. Oh, shit. So geil mit dem Adrenalin. So. Sehr schön. Wir müssen da runter. Ich warte jetzt erstmal, bis ich aus dem Labyrinth raus bin, dann holen wir unser Pferdchen. Ich würde sagen, hier, so. Der andere kann sich ja seinen Gaul da wiederholen, wenn er Bock drauf hat. Steinböcke. Erreiche die Cheops-Pyramide. Wow. Das wäre mega geil, wenn man da rein könnte. War ich übrigens im Real Life schon drin. Kann ich nur jedem empfehlen. Leute, wenn ihr die Möglichkeit mal habt, nach Ägypten zu gehen, guckt euch Kairo an, guckt euch die Pyramiden an. Sehr, sehr beeindruckend. Auch wenn man da drin steht und so. Richtig gut. So. Bin ich mal gespannt. Die Hyäne. Schon wieder Hyäne. Was ist denn da los, sag mal? Hyänen,
Khaliset muss da drin sein. Ach, komm schon. Fiemann. So. Ja, wir müssen jetzt da rein, Leute. Wir müssen jetzt da rein. Da vorne ist noch eine weggerannt. Die hatte wohl Angst. Alles klar. Grabmal von Cheops. Was ist das denn? Du! Ich. Wer wagt es zu stören, wo die Stille sie ereilt hat? Ein Magi, der über viele Dünen lief, um dich zu finden. Versteck dich nur, Hyäne. Doch dieses Grab wird dich nicht schützen. Ich verlange, dass du aufhörst. Kehre jetzt um, dann verzeihe ich dir die Störung meines Friedens. Sie war aber eine Störung des Friedens. Komm her, du Luder. Törichter Mensch, ich bin Isis, Bewahrerin der Magie. Hier leben die Götter und nicht du. Was für ein Spiel spielt sie hier? Hinfort! Osiris darf nicht gestört werden! Diese Barriere, was soll sie schützen? Welche Barriere? Ketzer! Der Wachsame ist im Schlaf! Geh nicht weiter, sonst tränke ich diese trockenen Ebenen mit deinem Blut. Wo bin ich hier? Ein Grab unter einem Grab? Also. Versteckst du dich hier, Hyäne? Kleiner Spoiler, so sieht's im Grab nicht aus. Im Real Life. Welch grausamer Wahnsinn ist hier passiert? Ein dunkler Ort. Opfergaben für Osiris, den Beschützer der Toten. Welch grausamer Wahnsinn ist hier passiert? Ein dunkler Ort mit einem Fenster zu den Göttern. Was für ein Ritual will sie durchführen? Dieser Sarkophag ist mit den Zeichen der Mutterschaft verziert. Und überall diese seltsamen Symbole. Khaliset hat diese Symbole gemalt. Wollte sie ihre Bedeutung verstehen? Noch warm. Und dieses rituelle Messer. Das war eine Opfergabe. Ich glaube, ich weiß, welche dunklen Absichten Khaliset hier verfolgt hat. Khaliset hat ein Ritual begangen. Zuerst rief sie Osiris mit diesen Opfergaben an. Sie hat die Gefangene mit einem Messer geopfert. Und ihr Blut hat sie für irgendein dunkles Vorhaben aufgefangen. Sie hat versucht, aus diesen seltsamen Symbolen schlau zu werden. Sie muss sie in diesem Raum gefunden haben. Als sie die Symbole kannte, hat sie sie hier hineingeritzt. Und dann das Ritual mit einem letzten Gebet über dem Sarkophag vollendet. Khaliset scheint zu versuchen, einen Toten wieder zu erwecken. Aber wer liegt hier unten begraben? Nach Cheops. Finde die antike Tafel. Wir öffnen das Ding mal. Ein Kind. Mein Kind! Dein Kind ist tot? Ist es nicht. Sie ruht nur vorübergehend. Du hast ihre Wiedererweckung gestört. Und doch verbündest du dich mit dem Orden. Zerstörst das Grab! Khaliset! Sprich meinen Namen nicht aus! Deine Lippen sind meines Namens unwürdig, du, der sie entehrt hat! Ich bin eine gute Mutter! Hier! Du bist mir nicht gewachsen, Wüstensohn! Jo. Wäre jetzt auch zu einfach gewesen, wenn wir hier gegen sie hätten kämpfen können.
Ich denke, Fackel brauchen wir keine. Was sagen, hier brauchen wir eine Fackel? Du bist nicht besser als all die anderen, die vor dir kamen. Uff. Geh aus. Komm, kämpf, wenn du musst. Dein Blut wird bei der Auferweckung meiner Tochter helfen. Ich begrabe dich im Sand, du Narr. Oh, nee. Nicht reinspringen, du bist ein Held. Alright. Der Wind frischt auf und nimmt den Sand mit. Nicht schon wieder im Sandsturm kämpfen. Nun zeige ich dir, was mit jenen geschieht, die das Grab meiner Tochter entweihen. Ja! Du kannst ja gar nichts. Khaliset. Uff. Ich komme nur wegen dir, Hyäne. Die Götter haben nicht... Du versuchst das Unmögliche, Khaliset! Keine Magie der Welt kann unsere Kinder zurückbringen! Wo ist sie denn jetzt? Da hinten steht sie. Ja, jetzt kommen natürlich ihre Hygienchens noch, ne? Ist klar. Mein Kind wird zurückkommen! Durch die Macht jener, die vor uns kamen! Hoch! Vor uns gab es nur die Götter. Es gab jemanden zwischen den Göttern und uns. Du besiegst mich nicht mehr, Jai. Komm und stell dich mir. Ja, wenn du mal... Oh mein Gott. Wo ist sie denn? Mein Herz blutet ohne meine Esche an meiner Seite. Sei dankbar. Dein Blut wird helfen, sie zurückzuholen. Deine Tochter ist tot, Khaliset. Nichts kann sie zurückbringen. Gar nichts. Ich rette meine Tochter, koste es, was es wolle. Genug deiner sinnlosen Worte. Dann lassen wir die Waffen sprechen, Hyäne. Alter, was ist mit dir? Geh weg. Und dich schickt man, um mich zu töten? Die Flöhe meiner Hyänen sind gefährlicher. Alter. Du solltest besser aufgeben, Khaliset. Ich kenne deinen Schmerz. Du weißt nichts von meinem Schmerz. Kein Kind wünscht sich so etwas von seinen Eltern. Oh, den Foto will ich nicht machen. Ach, hör auf. Hör auf. Wo ist sie denn? Sprich nicht von den Wünschen meines Kindes. Bleib doch mal hier jetzt. Du kämpfst wie ein Mann ohne Leidenschaft. Bleib hier. Bist du bereit, Teil von etwas Größerem? Und hin. Puh, war dann doch einfacher wie gedacht. Wandle ich nun unter den Toten? Ein gerechtes Ende. Du hast die Toten geschändet und den Mördern meines Sohnes geholfen. Alles aus reiner Selbstsucht. Nein. Das Kieselglas sammelte ich für sie. Es erweckt den magischen Stein derer, die vor uns kamen. Du hast ihn gesehen, oder? Nur die Sprache musste noch gelernt werden. Er ist nicht für uns bestimmt. Das macht nun keinen Unterschied mehr. Ich wollte meine Tochter beschützen, im Leben und im Tod. Ich habe versagt. Osiris! Führ uns wieder zusammen! Sie ist allein im Gefilde der Binsen.
Muss ich auf ewig in der Duat verbleiben? Ich will nur meine Tochter zurück! Bitte! Mögest du deine Tochter im Jenseits finden, Halicet. Möge der Fürst der Duat dich leiten. Es wird jetzt hier aber nicht. Geh bloß weg. Oh. Saufi. Toll, von denen gibt es dann immer was Cooles. Alles klar, Leute. Also, dann haben wir die Tante jetzt auch. Wartet mal. Jetzt haben wir zwei Punkte. Dann würde ich gerne mal das hier verbessern, der Jagdbogen. Dass wir die Pfeile steuern können. Das ist cool. Ich würde das gerne mal probieren. Oh. Ja, so geht's schon mal nicht. Ach so, halt der RT gedrückt, ne? Hm, falsche Taste. Okay. So, was sagen denn die Ziele? Das Krokodil und die Echse bleiben noch übrig. Die Hyäne Chaliset haben wir erledigt. Wunderbar. Was haben wir hier Neues dazu bekommen? Bronzeknüppel, Stufe 20. Und den Speer hier, Stufe 19. Kritische Trefferwirkung, Adrenalin bei Treffer, okay. Inventar haben wir die Geschichte und den Gefängnisschlüssel, den brauchen wir später noch, wenn ich die Quest nochmal mache. Und wir können unsere Rüstung verbessern. Gesundheit 1220, sehr schön. Alles klar, dann lasst mal gucken, was haben wir denn jetzt noch an Quests? Der Neue in der Stadt. Das war die andere Quest. Ja, Hauptquest haben wir jetzt. Die Maske der Echse. Guck mal, können wir schon machen. Bayek muss nach Pascheren Pat Ta zusammenarbeiten, um den Aufenthaltsort der Echse in Erfahrung zu bringen. Sie soll hinter den Flüchen stecken, welche die Stadt Memphis heimsuchen. Reise nach Memphis. Wie weit ist denn das weg? Memphis. Memphis ist hier. Ja, sehr schön. Dann würde ich sagen, reisen wir mal nach Memphis. Die Schnellreisepunkte. Da haben wir die Pyramide jetzt. Da haben wir die große Sphinx. Das passt. Nö, Leute, mache ich das so. Dann reise ich da hin und dann sehen wir uns da zur nächsten Folge, würde ich sagen. Und können dann gleich in der Hauptquest weitermachen. Das ist sehr cool, dass die gleich jetzt hier weitergeht und nicht noch fünf Stufen braucht. Uff. Aber hier scheint außer in Gizeh, außer den Pyramiden, scheint hier nicht viel zu sein, ne? Gut, man kann auch natürlich die eine oder andere Nebenquest machen, logisch. Aber ich würde sagen, wenn wir hier schon weitermachen können, dann machen wir natürlich auch weiter. So, da ist noch ein Lager. Das scheint mir aber auch größer zu sein. Naja, gucken wir mal. Auf jeden Fall würde ich sagen, wir sehen uns zur nächsten Folge. Dann geht's zur Echse. Die Echse war das nächste Ziel, ne? Genau, die Echse. Großen Stadt Memphis gelähmt und das Krokodil. Der Ältesten arbeitet im Feierum daran, die gesamte Region zu unterdrücken. Na, dann sind wir mal gespannt. Also, ich darf mich bedanken, liebe Leute, dass ihr eingeschaltet habt. Lasst gerne wieder einen Daumen da, würde ich mich tierisch drüber freuen. Lasst gerne einen kleinen Kommentar da, würde ich mich natürlich noch viel mehr drüber freuen und euch natürlich auch antworten, logischerweise. Und wir sehen uns, wenn ihr mögt, dann zur nächsten Folge. Assassin's Creed Origin und dann geht's hier gleich direkt weiter mit der Hauptquest. In diesem Sinne,